I'm here for the night. Wir sind wieder in Morat de Ebre, aber diesmal nicht zum Supermoto fahren, sondern zum Pitbike fahren. Ich bin echt mal gespannt mit den Supermotos. War es schon geil. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es mit den Pitbikes ist. Und ich würde einfach mal sagen, let's go. Can I Google my name too much? Think that my fame is just, but still it ain't enough. I need to make some bucks, but not in the greedy sense. I just wanna appease the IRS and pay off our debts. I don't need to be rich. I'm fighting to be a man, trying to lead the fam, trying to please the fans, writing to feed the lambs. But I feel the pressure to dumb it down. I'm from the underground, but to sell I gotta come with. So, der erste Turn ist vorbei. Einfach mega geil. Also hier auf der Strecke mit dem Pitbike, meiner Meinung nach einfach nur geil. Hat es allerdings ein bisschen angefangen zu niesen, warum auch immer. Komplett blauer Himmel, Sonne und Regen. Beste Kombo auf jeden Fall. Ich auch nochmal Team Babbo zum Projekt 58 danken für das schnelle Umbauen, weil bei mir hinten der Rahmen gerissen ist an der Schwinge. Und jetzt rede ich nicht so viel, jetzt gibt's noch Action. Let's go. Mittagspause ist vorbei. Wir haben gerade was gegessen und also wirklich mit dem Pitbike hier auf der Strecke mega geil. Ich weiß gar nicht groß, was ich sagen soll. Macht auf jeden Fall mega Bock und wir haben jetzt auf jeden Fall mal versuchen jetzt mal ein paar andere Perspektiven, bisschen hin und her und gucken mal, wie das so funktioniert. Deswegen seid gespannt und jetzt kommt erstmal wieder Action. Let's go. Ja, da. Ja, passt. Was ganz, ganz, ganz Neues getestet. Und zwar, das Pitbike von Team Bobfords ist sogar Offroad-fähig. Ja, Offroad-fähig. Ich bin mit dem in den Offroad gefahren, hier in Morat de Ebre auf dem Circuit. Und hat top funktioniert, das dämpft es richtig gut ab, das Ding, die Gabel hat super funktioniert, der Dämpfer auch. Probably not today, cause sometimes I'm tempted to make it deep with all the lofty theological jargon when I should say I'm weak. I think. Und die Slides-Schleife haben sogar auch tiptop funktioniert. Allerdings würde ich da die softe Variante empfehlen, da man da einfach ein viel besseres Gefühl hat. Und deswegen
Fall Lob an Team Bobfoots für so ein geiles Pitbike. Besser geht's gar nicht. Ein kompletter Allrounder. Einmal Straße und Offroad. Besser geht's gar nicht. Weg mit dem Cross. Pitbike muss her. Let's go! Der Tag ist vorbei. Jetzt sind wir auf jeden Fall deutlich schlauer als den Tag vorher. Weil jetzt wissen wir, Dennis, dass wir noch einen Grund mehr haben, die Dinger zu verkaufen. Und zwar, dass sie Offroad fähig sind. Auf jeden Fall würde ich mal sagen, positiver Tag. Bei Slides wissen wir jetzt auch, dass, gut, das ist jetzt ein Prototyp, ein anderer Prototyp, der vorherige. Wissen wir jetzt auch, dass wir die softe Variante im Offroad-Bereich eher nutzen sollen oder müssten, weil man da einfach ein viel besseres Gefühl hat. Und hiermit verabschiede ich mich dann hier aus Spanien. Lukas, auch nochmal vielen Dank für alles, fürs Filmen und so weiter. Deswegen, morgen ist ein neuer Tag und wieder neue Scheiße gemacht.